Hallo und herzlich willkommen hier auf der Lit Lounge in Kooperation mit Eltern.de. Mein Name ist Sonja Gembus und ich freue mich sehr, dass ihr heute alle zuschaut. Und ich freue mich auch sehr, dass heute Nora Imlau bei uns zu Gast ist. Hallo! Hallo Sonja! Schön, dass du da bist. Du bist jetzt schon das dritte Mal da. Sozusagen. Ja, Stammgast. Ja genau, ein Stammgast hier auf der Lit Lounge. Toll! Schön, du hast auch ein neues Buch mitgebracht, ein neues Buch geschrieben. Neuestes Buchbaby steht hier. Genau. Wir kommen gleich dazu. Ich sage noch kurz was zu Nora Imlau für alle, die sie jetzt noch nicht kennen. Nora Imlau ist eigentlich ja Journalistin und Fachautorin für Familienthemen. Du hast 4 Kinder, du hältst Vorträge, gibst Workshops und hast eine sehr große Fangemeinde auf Facebook, Instagram und Twitter. Und du bist Expertin für Gefühlsstärke, vor allem gefühlsstarke Kinder. Du hast den Begriff ja selber geprägt und du hast jetzt dein zweites Buch dazu geschrieben. Das erste Buch war So viel Freude, so viel Wut. Da ging es ja noch um die kleineren Kinder, gerade so, die so im Trotzalter sind und auch mal so überhaupt mal diesen Begriff und diesen Persönlichkeitszug zu beschreiben. Mhm. Und in deinem zweiten Buch geht es zum einen um die älteren Kinder, aber nicht nur, also wir haben es ja nicht nur am Alter festgemacht, sondern einfach auch, es geht dann ein bisschen mehr um Schule, mehr um Freunde, mehr um Medien, einfach um die Themen, die dann außerhalb so der Kernfamilie dazukommen. Vielleicht sagst du kurz die meistgestellte Frage. Erklär doch mal, was Gefühlsstärke heißt. Als ich mein erstes Buch geschrieben habe über gefühlsstarke Kinder, so viel Freude, so viel Wut, da hieß dieses Buch für mich sehr lange die Mehr von allem Kinder. Das war mein Arbeitstitel, weil mir einfach kein Wort einfiel, um dieses widersprüchliche, intensive Temperament zu beschreiben, das gefühlsstarken Kinder inne ist. Und diese Kinder sind einfach mehr von allem. Die sind wilder, energiegeladener, lebendiger, fantasievoller, kreativer, aber auch wütender, trauriger, niedergeschlagener, rebellischer. Ne? Also es ist tatsächlich so, es ist so, mit einem gefühlsstarken Kind zusammenzuleben, ist ein Gefühl, als würde man von jedem Gefühl immer nur die Extremvariante mitnehmen. Und einfach nur so mittelzufrieden sind diese Kinder so gut wie nie. Mhm. Und diese Intensität ihres Erlebens und diese Intensität, mit der sie auch jedes Gefühl nach außen tragen, die ist für diese Kinder selbst eine große Herausforderung und für alle, die für sie verantwortlich sind, insbesondere für ihre Eltern. Und gleichzeitig ist es mir sehr wichtig zu sagen, diese Kinder sind nicht irgendwie schlecht erzogen oder in irgendeiner Weise falsch oder gar krank, sondern gefühlsstark zu sein ist einfach eine Variante der Persönlichkeitsentwicklung. Es gab und gab schon immer gefühlsstarke Kinder, es wird sie immer geben, aber oft wurden sie eben mit sehr wenig schmeichelhaften Namen belegt. Ne? Man hat dann früher gesagt, das sind die Verhaltensauffälligen, die Schwierigen, die Problemkinder. Und mir war es wichtig, ein Wort zu finden, das beschreibt, dass diese Kinder wirklich sehr, sehr starke Gefühle haben, aber dass diese starken Gefühle auch eine große Stärke sein können. Und deswegen war dann dieses Wort gefühlsstark der Begriff, mit dem ich diese Mehr von allem Kinder beschrieben habe. Mhm. Wobei ich Mehr von allem Kinder auch schön finde. Gut. Ja, wir sitzen ja hier als Autorin und als Lektorin, aber wir sitzen auch als Mütter hier von gefühlsstarken Kindern. Ja, wir alle haben, beide. Genau. Das heißt also, wir reden nicht nur über Theorie und über Klassifizierungen, sondern ja, wir reden auch darüber, wie das sich so anfühlt, ein gefühlsstarkes Kind zu haben und auch so ein bisschen, wir kommen dann auch noch sozusagen auf die Eltern selber zu sprechen, weil das ja ganz oft auch vererbt wird. Mhm. Also ganz oft, du hast eine schöne Fallgeschichte in deinem Buch, wo eine Mutter das so für ihr Kind eigentlich gelesen hat und dann aber festgestellt hat, oh Gott, ich bin selber so gefühlsstark und es dann kaum lesen konnte, nur so 3 Seiten am Tag und so überwältigt war, weil da so viel aufgebrochen ist. Mhm. Genau, also damit der mit diesem Thema werden wir uns auch noch ein bisschen auseinandersetzen. Was macht das mit uns Eltern? Mhm. Und vor allem auch die Frage, wie, ja, wie geht es uns Eltern damit, ein gefühlsstarkes Kind zu haben? Mhm. Ja, dein erstes Buch war ja wahnsinnig erfolgreich. Es hat tatsächlich wirklich eingeschlagen, aufgrund deiner Umtriebigkeit natürlich zuallererst, aber auch, weil einfach so viele Kinder gefühlsstark sind. Was ist nochmal so der Prozentsatz? Wovon geht man aus? Also man geht davon aus, ungefähr jedes siebte Kind. Jedes siebte Kind. Also könnt ihr euch vorstellen, dass wenn ihr auch nur so einen leisen
eine Ahnung habe davon oder so, überlegt, vielleicht ist es mein Kind, es ist eine relativ große Wahrscheinlichkeit, ja, oder dass man zumindest eines kennt. Ja, und es ist natürlich trotzdem so, nicht jedes gefühlsstarke Kind ist wie ein anderes gefühlsstarkes Kind. Also ich beschreibe das in meinen Büchern immer so, Temperament ist eben ein Spektrum. Ja. Und am einen Ende des Spektrums stehen die ganz besonders regulationsstarken Kinder, die wirklich extrem ausgeglichen sind, die so leicht nichts aus der Ruhe bringt. Und dann geht es sozusagen immer weiter. Und es gibt Kinder, die sind ein bisschen weniger ausgeglichen, haben intensivere Gefühle, kriegen die aber trotzdem noch ganz gut verpackt. Vor allem, wenn sie viel Begleitung erfahren und liebevolle Eltern haben, dann sind sie doch relativ ausgeglichen. Und dann geht das immer weiter und weiter und weiter. Und irgendwann beginnt dann sozusagen der gefühlsstarke Teil des Spektrums. Aber auch innerhalb dieses Spektrums gibt es dann natürlich nochmal Unterformen. Es gibt dann manche, die sind so gefühlsstark, können aber zum Beispiel trotzdem für einige Zeit am Tag diese Gefühlsstärke ganz gut zurückhalten, um zum Beispiel in der Schule nicht anzuecken, kommen dann aber nach Hause und sind dann völlig erschöpft und haben dann keinerlei Kooperationsfähigkeit mehr übrig. Und andere, die haben nicht diese Fähigkeit, auch nur für wenige Stunden diese Gefühlsstärke immer so ein bisschen nach hinten treten zu lassen. Insofern, es gibt da auch unterschiedliche Varianten, aber was alle gefühlsstarken Kinder eben gemeinsam haben, ist, dass sie von der Wucht ihrer starken Gefühle regelmäßig völlig überwältigt werden und dieser starken Emotionalität fast nichts entgegenzusetzen haben und das eben nicht nur in einer kurzen Phase ihres Lebens, sondern dauerhaft, über viele, viele Jahre. Diese Kinder haben nicht einfach nur eine Schreibabyphase oder eine Trotzphase, sondern die kommen auf die Welt, sind zerrissen und sind innerlich voller Widersprüche und werden überwältigt von Eindrücken, Reizen, Emotionen und sind gleichzeitig ganz erpicht darauf, Reize aufzunehmen und sind ganz neugierig auf die Welt. Ja. Und diese Widersprüchlichkeit ihres Charakters, die begleitet diese Menschen ein Leben lang. Die Frage ist nur, wie sie damit umgehen lernen. Ja. Und da kommt dann eben das Elternhaus ins Spiel. Denn meine Recherche hat eben gezeigt, dass wir Eltern auf unsere gefühlsstarken Kinder einen unglaublich starken Einfluss haben und damit eben auch einen großen Einfluss haben darauf, wie diese Gefühlsstärke sich im Laufe des Lebens manifestiert. Weil du es gerade gesagt hast, auch in diesen Widersprüchen, zum Beispiel einerseits brauchen sie ja eine enge Begleitung eigentlich, weil sie, wie du sagst, eben alleine mit dieser Wucht gar nicht zurechtkommen. Ja. Gleichzeitig haben sie aber so ein unglaubliches Autonomiebestreben. Ja. Genau. Also wollen alles alleine machen, wollen da alleine hin. Ja, ganz großer Freiheitsdrang. Genau, müssen das selbst entscheiden können. Aber dennoch irgendwie müssen sie sozusagen Arm in Arm mit der Mama einschlafen nachts im Bett irgendwie. Ja. Also reisen alleine zum Bäcker wieder zurück und dann sind sie doch wieder ganz drauf angewiesen. Also das ist eine der großen Herausforderungen für Eltern mit gefühlsstarken Kindern, dass gefühlsstarke Kinder oft in manchen Punkten ihren Altersgenossen weit voraus sind und in anderen sich verhalten wie viel jüngere Kinder. Das heißt, wir müssen sozusagen im selben Atemzug manchmal Eltern eines wie 12-Jährigen sein und im nächsten Moment Eltern eines wie 2-Jährigen, obwohl wir eigentlich ein 6-jähriges Kind haben. Das heißt, im einen Moment will das Kind vielleicht mit uns darüber nachdenken, warum es den Welthunger gibt, weil solche schweren und komplexen Gedanken für diese Kinder unglaublich faszinierend sind und sie wirklich ganz hartnäckig beschäftigen können. Und im nächsten Moment bekommt das Kind einen Wutanfall, weil sein Flummi hinter das Sofa gefallen ist. Und da ist überhaupt nichts mehr mit Nachdenken, Reflektieren, Überlegen. Da ist nur noch Wut. Ja. Und da ist eine Impulsivität, wie man sie sonst von Kleinkindern kennt. Und diese Fülle und diese Weite an Emotionen und an Reaktionen auch zu halten und auszuhalten und als Eltern zu sagen, es ist okay, wenn du dich so verhältst und es ist okay, wenn du dich so verhältst. Und wir versuchen jeweils, dann die Mutter, der Vater zu sein, den du in diesem Moment brauchst, das ist unglaublich schwer. Ja, man muss ja auch so fokussiert sein. Man muss sagen, wie ist das Kind gerade drauf? Was passiert gerade? Ja. Um zu wissen, welchen Modus befindet sich das Kind gerade. Vor allem, wenn man dann noch andere Kinder hat, die eben nicht, also Geschwisterkinder, die nicht gefühlsstark sind, die dann, da reden wir heute auch noch drüber, genau, was machen wir mit denen, wenn gerade das gefühlsstarke Kind so viel Aufmerksamkeit und so viel Begleitung braucht und dann das, sagen wir mal, vermeintlich einfachere Kind, einfach nur, weil es gerade nicht so wahnsinnig rumtobt, auch noch irgendwie berücksichtigt werden muss. Oder natürlich auch, wenn man mehrere gefühlsstarke Kinder hat, das ist ja auch eine große Herausforderung. Diese Variante habe ich noch nicht nachgedacht. Das gibt es ja auch. Und da ist es dann wirklich oft so, dass Eltern das Gefühl haben, ich habe zwar 2 Kinder, aber es fühlt sich eher, als hätte ich 8. Ja. Und die Erschöpfung ist auch entsprechend groß. Natürlich. Und dann die Frage, wie gehe ich damit um? Ja.
Ja, wir haben viele schöne, spannende Themen. Ihr dürft uns eure Fragen stellen. Also alles über gefühlsstarke Kinder. Wenn ihr Fragen dazu habt, einfach her damit. Wir versuchen sie alle zu beantworten. Wir können hier natürlich keine, oder Nora kann keine detaillierte Familienberatung machen natürlich. Das ist schwierig. Dem sei aber auf jeden Fall die Bücher empfohlen. Da stehen unglaublich viele viele Ratschläge drin. Ich überlege gerade, wie ich es formuliere. Also es ist nicht so, wenn dein Kind sich irgendwie schreiend aufs Sofa schmeißt, dann handle nach Plan A oder Plan B und dann bist du immer auf der sicheren Seite, weil das nicht geht, weil einfach die Kinder alle so unterschiedlich sind, natürlich. Aber was du wirklich ganz hervorragend schaffst, ist dieses einen so ein bisschen in die Pflicht nehmen, dein Kind braucht dich, versuch ihm so viel davon zu geben, aber lass dich nicht mitreißen, bleib bei dir auch und schau, wie viel du davon eigentlich geben kannst. Und gerade wenn man dann selber auch so eine Gefühlsstärke hat und man merkt, boah, mein innerer roter Knopf wird gerade durchgedrückt, dann ist das natürlich auch nochmal richtig, richtig, richtig schwer. Genau, ja. Also von dem her freuen wir uns auf eure Fragen. Es sind auch schon einige angekommen. Ich würde sagen, wir fangen einfach an. Genau, weil ich hier gerade sehe, Medienverhalten, auch ein spannendes Thema. Interessanterweise haben gefühlsstarke Kinder ja einen Hang, ein noch stärkerer Drang, wieder einmal noch mehr Kinder den Medien sozusagen zu erliegen oder der Versuchung nicht widerstehen zu können, oder? Also es ist tatsächlich oft so, dass gefühlsstarke Kinder, insbesondere als kleine Kinder, oft gar nicht so ein immenses Interesse an Medien haben, weil sie sehr schnell das Gefühl haben, das ist alles zu viel, zu schnell, zu wild für mich. Und es ist tatsächlich so, dass gefühlsstarke Kinder zum Beispiel oft sehr, sehr lange an so wirklichen Kleinkind-Fernsehserien oder sowas festhängen und gar nicht sich da weiterentwickeln wollen und kompliziertere, spannendere Geschichten angucken wollen, die vielleicht Gleichaltrige jetzt gut finden, weil sie merken, diese Emotionen, die da geweckt werden, dieser Spannungsbogen in so einer typischen Kinderserie für 6-7-Jährige, der ist viel zu anstrengend für mich. Ich brauche dieses ruhige Plätschern, was so typische Kleinkind-Formate dann anbieten. Das heißt, die Kinder haben da schon einen ganz guten Selbstschutzmechanismus, aber je älter sie werden, desto mehr tasten sie sich natürlich auch ran an unterschiedliche Möglichkeiten, moderne Medien zu nutzen. Und dann haben diese Medien für sie natürlich auch einen unglaublichen Reiz. Denn gefühlsstarke Kinder haben eben eine unbändige Neugierde auf die Welt und wollen ständig was Neues sehen und erfahren. Und gleichzeitig sind sie von den Anforderungen der Welt auch oft sehr überfordert, gerade im Kontext sozialer Interaktionen. Und Medien bieten dann oft einen einfachen Ausweg. Es passiert ständig was Neues in einem erwartbaren Rahmen. Wenn mir was gefallen hat, kann ich es 100-mal reproduzieren und es wird immer das Gleiche passieren. Ich bin selber Meisterin oder Meister dessen, was da passiert. Ich kann sozusagen gestalten und schöpfen und mir kommen nicht die Bedürfnisse anderer irgendwie in die Quere. Mhm. Und das ist alles wahnsinnig attraktiv. Mhm. Und wenn man dann weiß, dass gefühlsstarke Kinder von Natur aus über eine eher geringe Selbstregulationsfähigkeit verfügen, also sich schwer damit tun, ihre eigenen Impulse zu regulieren, dann ist es kein Wunder, dass sie oft ein regelrechtes, exzessives Mediennutzungsverhalten zeigen. Mhm. Und aber auch sehr vehement und geradezu aggressiv und verzweifelt reagieren, wenn man versucht, dann einfach einen Riegel vorzuschieben und sie zu reglementieren. Und da ist es wieder dieser Widerspruch. Ne? Sie wollen Freiheit, aber sie sind auch teilweise überfordert mit der Freiheit. Und es gibt da keine einfachen Lösungen, es gibt da keine Pauschalrezepte. Aber wenn wir so ein bisschen verstehen, welches Bedürfnis Medien für gefühlsstarke Kinder erfüllen, dass sie aber teilweise auch wirklich überfordert damit sind, selber das Maß zu finden, mit dem es ihnen gut geht, dann können wir als Familie versuchen, da eine Regelung zu finden oder einen Weg zu finden, dass das Kind durchaus auch Medien nutzen darf, aber dass wir es auch nicht allein lassen mit dieser Überforderung aus dieser Welt, die ständig neue Angebote zur Verfügung stellt und nie ein natürliches Ende findet, sie damit eben auch nicht allein zu lassen. Ja. Sehr gut. Wir haben hier gerade schon die erste neue aktuelle Frage bekommen, und zwar von Stefanie. Unser Sohn, 2 Jahre alt, ist auch gefühlsstark. Meistens kommen wir gut damit klar. Einschlafen ist allerdings immer wieder ein Problem. Hättest du dazu Tipps mit dem Kind, um dem Kind beim Runterkommen zu helfen? Mhm.
kann man da jetzt sagen, schau dir ein ganz normales Schlafbuch an, was da so drin steht? Oder ist das nochmal ein eigenes Thema mit gefühlsstarken Kindern? Das ist schon ein eigenes Thema. Also das Erste, was man einfach wissen muss über gefühlsstarke Kinder, ist, dass sie im Schnitt einen bedeutend geringeren Schlafbedarf haben als nicht gefühlsstarke Kinder. Und das bedeutet, dass wir Eltern oft überschätzen, wie viel ein zweijähriges gefühlsstarkes Kind schlafen muss. Es gibt gefühlsstarke Kinder, die kommen mit 2 Jahren mit 11 Stunden Schlaf insgesamt aus. Mhm. Und das ist oft so viel, wie wir Erwachsenen denken, so viel brauchen ja wir. Ja. Aber wo ist denn dann unser Feierabend? Ja, ja, genau, ja? Das ist so kein Mittagsschlaf. Genau, und wenn dann ein Kind eben noch vielleicht als zweijähriges Kind mittags 1,5, 2 Stunden schläft, dann, ne, dann bleiben für die Nacht 9 Stunden übrig. Das ist nicht so wahnsinnig viel. Nee. Das heißt, ganz oft ist es tatsächlich so, dass viele Schlafkämpfe mit gefühlsstarken Kindern daher rühren, dass wir sie ins Bett bringen und erwarten, dass sie schlafen, zu einem Zeitpunkt, wo sie von ihrem natürlichen Schlafbedarf her noch überhaupt keinen Schlaf bräuchten. Und dann ist tatsächlich dieses Kämpfen sinnlos. Denn man kann ein Kind, das noch nicht bereit ist, biologisch bereit ist zum Schlafen, nicht zum Schlafen bringen. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist aber auch, dass gefühlsstarke Kinder, auch wenn sie wirklich müde sind, oft sehr, sehr große Schwierigkeit haben beim Runterkommen. Mhm. Und dass so klassische Sachen, Gute-Nacht-Geschichte, Schlaflied und so, ihnen oft nicht reicht, um ihre körpereigenen Selbstregulationssysteme sozusagen zu aktivieren. Was bei ihnen hilft, ist Körperkontakt und eine Aktivierung des Beruhigungssystems im Körper darüber, dass wir als Eltern sozusagen selber ruhig werden und dem Kind die Gelegenheit geben, sich in unsere Selbstberuhigung wie in so einen Fahrstuhl einzuklinken und mit uns runterzufahren. Okay. Das heißt, die beste Möglichkeit, ein gefühlsstarkes Kind in die Ruhe zu bringen, ist tatsächlich dabei zu sein und ganz bewusst selbst zu entspannen. Atemübungen zu machen, langsam, ruhig und tief in den Bauch zu atmen, Hand auf den Bauch des Kindes zu legen und wirklich innerlich in eine Ruhe zu kommen. Und das ist wahnsinnig schwer, weil ganz oft sitzen wir ja eher am Kinderbett und denken, schlaf doch endlich. Und genau diese Anspannung überträgt sich aber auch, weil gefühlsstarke Kinder so feine Antennen haben, dass sie jedes bisschen Spannung in uns spüren und oft 100-fach gespiegelt in sich aufnehmen. Ja. Das heißt, wenn wir merken, die Situation ist eine dauerhafte Belastung, ist der beste Weg daraus, dieses ganz klassische, ich bring dich jetzt ins Bett, mal zu durchbrechen und zu sagen, wir chillen einfach gemeinsam auf dem Sofa, wir gucken noch irgendwelche Bücher an, wir haben gar nicht das Ziel, einschlafen im Kopf. Wir haben erstmal das Ziel, wir haben es mal entspannt. Wir streiten uns nicht, wir kämpfen nicht, uns geht es beiden gut. Ja. Und dann ist es oft erstaunlich, dass gefühlsstarke Kinder in so einer eher entspannten Atmosphäre dann tatsächlich diese Kurve kriegen, sich einfach anzukuscheln und einzuschlafen. Mhm. Und dann haben sie wieder diese Erfahrung, schlafen ist eigentlich gar nichts Schlimmes, loslassen geht gut, Mama und Papa sind nicht sauer, wenn ich dafür Zeit brauche und man muss realistische Erwartungen haben. Für ein zweijähriges, gefühlsstarkes Kind ist es völlig normal, dass von dem Moment, wo sie im Bett liegen, bis zu dem Moment, wo sie einschlafen, eine Stunde vergeht und dass sie in dieser Stunde nicht allein sein können und wollen, sondern dass sie kontinuierlich Begleitung beim Ruhigwerden brauchen. Das fühlt sich lang an und anstrengend nach einem langen Tag, aber wir müssen für uns verstehen, dass in diesem Moment wir für unser Kind genauso wichtig sind wie in anderen Situationen, wo wir auch nicht diskutieren, braucht unser Kind uns jetzt beim Essen oder können wir es völlig allein im Esszimmer lassen? Da sind wir auch dabei und stellen das nicht in Frage. Ja. Und so ist das beim Schlafen bei gefühlsstarken Kindern auch. Ja. Es ist ja also bei mir war es oft so, dass ich dachte, okay, jetzt ist Bett, geht Zeit. Jetzt ist gleich der Tag vorbei. Jetzt habe ich gleich meine Zeit für mich. Feierabend. Genau, jetzt habe ich gleich Feierabend. Ja. Und dass ich da schon sozusagen dann Ruhe wollte. Mhm. Ab dem Moment, wo ich beschlossen habe, jetzt ist Bett, geht Zeit. Das ist ja 7:30 oder wie viel. Ja. Und wenn man das so ein bisschen aufregt, ich habe dann irgendwann gedacht, jetzt fängt die kuschelige Zeit mit meinem Kind an. Also es klingt jetzt ein bisschen pädagogisch, aber mir hat das unheimlich geholfen. So jetzt fängt das Ruhige an. Und wenn die dann auch ein bisschen älter werden, immer mit 8, also ich bringe sie immer noch ins Bett, ehrlich gesagt. Und ich bleibe auch bis sie fast eingeschlafen ist bei ihr. Aber es ist eigentlich mittlerweile fast die schönste Zeit, weil da öffnen sie sich, da erzählen sie dann Geschichten. Am Anfang dachte ich, jetzt hör endlich mal auf zu reden. Es klappert, oh, du redest dich ja auch noch in Rage. Hör doch auf, sei still. Aber man erfährt so viel und es ist eigentlich, gerade weil die sonst so umtriebig sind und so von allem interessiert sind, da hat man kaum irgendwie eine ruhige Minute mit ihnen. Ja.
Also mittlerweile lege ich es so ein bisschen vor, einfach weil ich denke, ich will mehr von dieser schönen Zeit. Ja. Also es kann sich auch von der Stresszeit in die schöne Eltern-Kind-Kuschelzeit ändern. Ja, also ich teile diese Erfahrung und gleichzeitig denke ich, diese Sehnsucht nach einem Feierabend, die ist natürlich auch absolut verständlich, denn der Alltag ist intensiv und anstrengend und oft steht dahinter ja das Bedürfnis danach einfach auch, eine gewisse Zeit für Selbstfürsorge zu haben. Ne? Ich möchte mich auch mal um mich kümmern können. Und wenn wir die ganze Zeit sozusagen, die Zeit, wo das Kind schläft, so als Ziel vor Augen haben und sagen, heute um 7:30 habe ich Feierabend und dann nimmt uns unser Kind das auch noch, dann haben wir das Gefühl, du hast den ganzen Tag schon mich in Beschlag genommen und jetzt habe ich immer noch keine Pause. Das geht einfach nicht. Ja. Und tatsächlich ist das ein wichtiger Impuls zu spüren, ich brauche auch Zeit für mich, aber es kann manchmal hilfreich sein zu sagen, wie könnten wir vielleicht tagsüber irgendwie Zeitfenster schaffen, wo ich auch mal eine Pause habe, wo ich ausruhen kann, wo mein Kind vielleicht von jemand anderem betreut wird, wo mein Kind sich einen Moment mit sich selbst beschäftigt. Das ist bei gefühlsstarken Kindern oft sehr schwer, aber man kann das auch ein bisschen üben. Oder sei es, dass man eben wirklich sagt, mein Kind hat eine Affinität zu gewissen Medien und die Zeit, wo mein Kind am Tag was gucken darf, die nutze ich nicht, um Haushalt zu machen, Telefonate zu erledigen, nochmal schnell an den Rechner zu gehen, sondern das ist meine Selbstfürsorgezeit. Yeah. Und dann ist es nämlich so, dass wenn dann die Zeit des Einschlafbegleitens beginnt, wir schon unsere Pause hatten. Yeah. Und der Feierabend ist dann die nächste Pause und auf die freuen wir uns auch. Yeah. Aber wir sind nicht so völlig mit diesem Akku-Leergefühl an der Bettkante und denken, ich kann einfach nicht mehr und jetzt soll ich noch mehr leisten und werden dann wütend aufs Kind, weil es uns noch braucht. Ja. Und dann zieht sich so in die Länge, dann wird es ja noch schwieriger. Genau. Ja. Karl Beck fragt, sind wirklich alle Gefühle stark ausgeprägt? Was kannst du dazu sagen? Das ist tatsächlich was ich auch öfter gefragt werde. Also grundsätzlich ist es tatsächlich ein Merkmal von gefühlsstarken Kindern, dass sie sämtliche Emotionen in ganz großer Intensität spüren und wahrnehmen und auch nach außen tragen. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir immer wieder Eltern berichten, bei unserem Kind scheinen eher die dunklen Gefühle und die wilden und die wütenden und die traurigen Gefühle ganz groß zu sein und die Freude und das Glück lange nicht so groß. Ist unser Kind dann trotzdem ein gefühlsstarkes Kind? Und tatsächlich ist es so, dass es auch gefühlsstarke Kinder zu geben scheint, die einfach einen sehr starken Hang dazu haben, sich vor allem in diese dunklen und schweren Gefühle so reinfallen zu lassen und die aber ihren starken positiven Gefühlen innerlich nicht so viel Raum geben, weil sie sozusagen sich ständig selbst wieder die Spitze nehmen, ihrer eigenen Freude mit so einem gewissen Hang zum Pessimismus und zur Sorge, dass selbst wenn was schön ist, könnte es im nächsten Moment ja schon wieder vorbei sein. Sie kennen sich ja. Und das sind trotzdem gefühlsstarke Kinder, die aber teilweise vielleicht erst lernen müssen, dass sie sozusagen den guten Dingen in ihrem Leben auch Raum geben können, dass sie sich freuen können, ohne Angst davor zu haben, dass im nächsten Moment die Freude wieder kippt. Und das ist auch was man so ein bisschen mit Kindern tatsächlich üben kann, je älter sie werden. Dass man zum Beispiel am Ende des Tages wirklich bewusst versucht, nochmal den Fokus zu lenken, was waren heute schöne Dinge, wofür bist du heute dankbar? Einfach um dieses Denkmuster, ich konzentriere mich eher darauf, was nachher wieder alles schief gehen könnte, zu verändern und ganz bewusst dem Kind sozusagen die positiven, starken Gefühle, die auch in ihm sind, die so ein bisschen stärker hervorzulocken. Ja. Und es ist tatsächlich auch schön, also gerade die gefühlsstarken Kinder sind ja auch so mitreißend in ihrer Begeisterung und auch so wahnsinnig empathisch mit jeder kleinen Schnecke oder mit allen tatsächlich. Ja. Und das aber auch so wahrzunehmen tatsächlich, weil oft ist es halt, oh, jetzt trödelt sie da jetzt wieder, weil sie jede Schnecke retten muss oder diese Sachen. Aber das ist ja auch schon eigentlich ein sehr intensives Gefühl unter Umständen, was da gerade ausgelebt wird, aber was halt einfach leiser ist. Ja, genau. Gut, Luzi fragt, mein Sohn 3 Jahre ist hochsensibel und wir kennen starke Gefühle. Kann dein Buch auch da gute Anregungen geben? Mein Sohn ist nicht unbedingt das gefühlsstarke Kind. Ist eine interessante Frage. Ja. Wir wollten sowieso darauf zu sprechen kommen, wo ist denn die Abgrenzung zur Hochsensibilität? Vielleicht können wir das kurz
noch anreißen, weil ich dachte ja tatsächlich auch, meine Tochter, bevor ich von Gefühlsstärke oder bevor wir das Buch gemacht haben, dachte ich auch, okay, ist sie halt hochsensibel und besonders, muss ich da halt ein bisschen aufpassen. Aber es stellte sich dann heraus, dass die Beschreibung aus deinem Buch, ich dachte, nein, stimmt, das sind so diese kleinen Puzzleteile, die bisher gefehlt haben. Das ist sie nämlich auch, also dieses Gerechtigkeitsempfinden und diese ganzen, diese tiefgründigen Fragen, das ist sie auch alles. Und das habe ich dann gar nicht mehr so sehr mit der Hochsensibilität zusammengebracht. Ja, also im Grunde genommen ist es so, dass fast alle gefühlsstarken Kinder auch hochsensibel sind. Aber nicht jedes hochsensible Kind ist gefühlsstark, wie ich es definiere. Weil hochsensible Kinder, wie der Name schon sagt, einfach vor allem besonders sensibel sind. Und gefühlsstarke Kinder sind besonders sensibel und besonders bewegungsfreudig und besonders wild und besonders laut. Und also ne, da kommen noch so viele weitere Facetten dazu. Und die Hochsensibilität ist nur ein Aspekt ihres intensiven Charakters. Und es ist aber tatsächlich so, dass mir auch viele Eltern von hochsensiblen Kindern berichten oder auch von Kindern, die weder hochsensibel noch gefühlsstark sind, aber einfach manchmal sehr starke Gefühle haben, dass mir viele Eltern berichten, wir haben deine Bücher gelesen, nicht alles, was du über gefühlsstarke Kinder schreibst, trifft auf unser Kind zu oder passt zu unserem Kind, aber die Tipps, die du gibst, die Ideen, wie der Familienalltag leichter werden kann in diesem Moment großer Gefühle, die haben uns trotzdem total geholfen, weil sie allen Kindern helfen. Und gefühlsstarke Kinder brauchen vielleicht in manchen Momenten einfach nochmal ein Quäntchen mehr Geduld, nochmal ein Quäntchen mehr Verständnis. Es ist alles eben auch in der Begleitung nochmal ein bisschen intensiver. Aber die grundsätzliche Haltung, die ich in meinen Büchern versuche zu vertreten, dass die Kinder eben ein Recht darauf haben, so zu sein, wie sie sind, dass ihre Gefühle real sind, auch wenn wir manchmal nicht nachvollziehen können, warum sie jetzt gerade irgendwas so intensiv beschäftigt und wie wir diese starken Gefühle begleiten können, ohne uns von ihnen komplett mitreißen zu lassen. Das ist etwas, wovon gerade auch Eltern hochsensibler Kinder, glaube ich, sehr profitieren können. Ja, ja. Ich glaube auch, dass bei den gefühlsstarken Kindern, also sozusagen das Plus, was dieser Begriff bringt oder deine Bücher bringen, ist, wenn ich ein hochsensibles Kind habe, dann denke ich relativ selten, oh, ich habe das so empfindlich gemacht. Also es ist diese Schuldfrage, irgendwie ist das Kind so, weil ich es einfach übermuttert habe oder was, weil ich irgendwas mit ihm falsch gemacht habe in der Erziehung. Finde ich jetzt, ist bei dem hochsensiblen Thema nicht ganz so gegeben wie bei den gefühlsstarken Kindern. Also da kommt man einfach an einen Punkt irgendwann, wo man sich denkt, Gott, vielleicht war das komplett falsch, wie ich mein Kind behandelt habe in den letzten 6 Jahren. Vielleicht bin ich, und also es gibt dann ja auch genügend Partner oder Schwiegermütter oder wer Fett oder was auch immer, die das so sagen, so naja, jetzt siehst du mal, was du da... Gerade die sich eben um besonders ein bedürfnisorientiertes Erziehen bemüht haben oder besonders Wert auf die Bindung gelegt haben und es einfach so ein bisschen anders gemacht haben auch als viele anderen und ohne jemals die Garantie zu haben, ist das überhaupt der richtige Weg? Es fühlt sich zwar gerade gut an, aber mache ich es auch wirklich richtig? Und dass diese Eltern sich dann von gefühlsstarken Kindern sich denken, oh Gott, vielleicht habe ich das Kind so herangezüchtet mehr. Die Tyrannenapostel hatten recht. Ja, genau, dieses leidige Tyrannenthema. Vielleicht bin ich daran schuld. Ja. Und das ist so, war für mich der große Befreiungsschlag zu hören. Ich kann überhaupt nichts dafür. Ich habe sogar ziemlich gut gemacht. Das Kind ist einfach, wie es ist. Und ich kann aufhören, mir abends dann auch noch irgendwie Vorwürfe zu machen, dass ich an dem ganzen Theater irgendwie Schuld trage. Ja. Und ich meine, der wahre Kern, der manchmal in dieser Befürchtung steckt, habe ich unser Kind so gemacht, ist, wir haben unsere Kinder nicht gefühlsstark gemacht. Aber gerade wenn wir sie bindungs- und beziehungsorientiert ins Leben begleiten und Raum lassen für ihre Persönlichkeit und für ihre starken Gefühle, zeigen sie sich uns mit ihrem ganzen Charakter. Ja. Es gab sicherlich auch gefühlsstarke Kinder, die sind aufgewachsen in Familien, in denen war es so gefährlich, gefühlsstark zu sein, dass sie alles daran gesetzt haben, diese großen Gefühle unterm Deckel zu halten, mit aller Macht, mit aller Kraft. Ja? Und das ist erstaunlich, was Kinder auch unterdrücken können, aus einem gewissen Überlebensmechanismus heraus, weil sie das Gefühl haben, sonst bin ich in Gefahr. Ja. Und man muss sich aber vorstellen, dass wie unendlich viel Kraft es ein Kind kosten muss, so permanent in gewisser Weise sich selbst zu verleugnen. Und es gibt so viele Erwachsene heute, die unter diesen verdrängten, gedeckelten Gefühlen so leiden. Und
gefühlsstarke Kinder, die heute in einer Familie groß werden, wo sie so sein dürfen, wie sie sind und wo sie sich auch zeigen können, mit ihrer Wildheit, mit ihrer Widersprüchlichkeit, mit ihren intensiven Impulsen, Gefühlen, Bedürfnissen, die sind anstrengender als Kinder, die von Anfang an gelernt haben, ihre Gefühle zu unterdrücken. Und in gewisser Weise haben wir also mit unserem Weg Raum bereitet dafür, dass unsere gefühlsstarken Kinder sein dürfen, wie sie sind. Aber wir machen ihnen damit eben auch das große Geschenk, dass sie ihre Kraft nicht permanent darauf verwenden müssen, jemand anderes zu sein, als sie sind, sondern mit uns gemeinsam daran zu arbeiten, wer sie eigentlich sein wollen. Und wie sie ihre starken Gefühle in einer Weise in den Griff bekommen, dass sie sich auch einfügen können in bestimmte Kontexte, in ein Klassenzimmer, in einen Freundeskreis, in einen Turnverein, was auch immer, wo sie sein wollen. Und dass sie gleichzeitig für sich spüren und annehmen können, ich bin in manchen Punkten ein bisschen anders als andere Kinder, aber das ist okay, ich bin gut, so wie ich bin und meine Eltern lieben mich, so wie ich bin und wollen mich nicht verändern. Ja. Wollen wir ganz kurz nochmal zu dem Hochsensibilitätsthema zurückgehen? Ja. Also Lucy fragte ja, kann dein Buch auch da, also bei hochsensiblen Kindern, gute Anregungen geben? Du hattest es vorhin erwähnt, es ist eigentlich für alle Kinder. Tatsächlich, wir hatten vorhin auch kurz darüber geredet, es gibt ja durchaus die Eltern, die ihre eigenen Themen irgendwie auf das Kind übertragen und die dann vielleicht nicht wirklich ein genuin gefühlsstarkes Kind haben, aber eins, das so wirkt. Und auch da kann das Buch helfen. Also eigentlich ist es das Thema Gefühle in der Erziehung eigentlich immer das zentrale Thema. Ja, und das ist sozusagen das Buch jetzt für die ganz große Gefühlsvielfalt. Aber wenn man sozusagen nur die Hälfte dafür anwendet, dann hilft es auch jedem Kind. Also auch den, auf jeden Fall auch den Hochsensiblen. Ja. Und wie in allen meinen Büchern sage ich immer den Eltern, nehmt meine Bücher und seid in gewisser Weise respektlos mit ihnen, in dem Sinne, dass ihr euch das nehmt, was euch passt und das andere lasst einfach liegen. Ich erwarte nicht, dass man ein Buch nimmt und sagt, wir leben jetzt nach diesem Buch und nach jedem einzelnen Tipp, der darin steht. Denn auch mit gefühlsstarken Kindern ist es so, dass manche gefühlsstarken Kinder ein ganz großes Thema mit zum Beispiel Anziehen haben, und aber mit dem Essen relativ unkompliziert sind. Bei anderen gefühlsstarken Kindern ist es andersrum und bei manchen ist alles ein großes Thema. Und in meinem Buch habe ich versucht, die verschiedenen Aspekte von Gefühlsstärke inklusive der Hochsensibilität so auszuloten, dass da Ideen und Anregungen enthalten sind, wie wir solche Themen bindungs- und beziehungsorientiert angehen können und dabei gleichzeitig unsere eigenen Grenzen wahren und uns nicht selber aufopfern in so einem permanenten Wunsch, unser Kind bloß zufriedenzustellen um jeden Preis. Und ich glaube, dass das sehr viele Eltern, ob ihr Kind hochsensibel ist oder ob es gefühlsstark ist, sich dann aus so einem Buch das rausziehen können, was für ihr Kind und für ihren Familienalltag jetzt gerade hilfreich und richtig ist. Ja, genau. Passend dazu hatten wir noch eine Frage von Sarah. Ist es möglich, dass ADHS mit Gefühlsstärke zusammen auftritt? Ja, also es ist sowohl möglich, dass ADHS und Gefühlsstärke gemeinsam auftreten, und es ist sogar so, dass gefühlsstarke Kinder eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, ADHS zu haben als andere Kinder. Und dass jeder Psychiater oder Psychologe, der mit ADHS-Kindern zu tun hat, wird manche der Merkmale gefühlsstarker Kinder auch wiedererkennen, dieser extrem hohe Gerechtigkeitssinn, auch eine gewisse körperliche Unruhe, das sind ja typische ADHS-Symptome. Und gleichzeitig ist längst nicht jedes gefühlsstarke Kind ein ADHS-Kind. Und es ist aber unmöglich, da eine ganz scharfe Trennlinie zu ziehen, weil sowohl Gefühlsstärke ist keine medizinische Diagnose, sondern einfach erstmal eine Beschreibung von einem bestimmten Wesenszug, den viele Menschen haben. Und ADHS ist auch keine hundertprozentig abgegrenzte Diagnose, sondern letztlich eine Ausschlussdiagnose, wo verschiedene Dinge abgeklopft werden und dann ein Psychiater oder eine Psychiaterin zum Schluss kommt, doch, das fällt in dieses ADHS-Spektrum. Ich rate allen Eltern dazu, die sich wirklich Sorgen machen um ihr Kind, die das Gefühl haben, das ist nicht nur gefühlsstark, da muss noch mehr dahinter stecken, das abklären zu lassen. Ich fände es schrecklich, wenn Kinder nicht die Hilfe und Unterstützung bekommen, die sie brauchen, weil wir uns so ein bisschen verstecken hinter diesem Wort gefühlsstark, um dann nicht weiter gucken zu müssen. Yeah. Wo ein Leidensdruck ist, muss Hilfe her. Yeah. Aber längst nicht jedes gefühlsstarke Kind braucht eine Therapie im klassischen Sinne, sondern es gibt einfach auch ganz viele Kinder, die haben Merkmale, die durchaus auch mit bestimmten Diagnosen einhergehen, aber nicht in der
ausgeprägt hat oder nicht in der Kombination, dass es wirklich eine Diagnose ergibt. Mhm. Und dann kommen Psychologen oder Psychiater zu Eltern zurück und sagen, wir haben hier ein sehr interessantes Persönlichkeitsprofil, die Tests haben spannende Ergebnisse gezeigt, wir haben keine Diagnose, sie haben einfach nur ein sehr temperamentvolles, gefühlsintensives Kind. Und das ist das, was ich mit den gefühlsstarken Kindern meine. Caro fragt noch mal kurz nach der Hochsensibilität. Ja. Sag das noch mal kurz. Nicht jedes hochsensible Kind ist gefühlsstark, aber nahezu jedes gefühlsstarke Kind ist auch hochsensibel. So, genau. Caro, ich hoffe, wir konnten es jetzt noch mal, noch mal erklären. Wir haben jetzt noch eine Frage für 2 Jahre. Ich lese sie jetzt einfach vor, weil es einfach interessant ist. Und ja. Wenn die Fragen da sind, dann wollen wir sie auch beantworten. Eigentlich wollten wir über Ältere reden. Machen wir auch noch gleich. Mein Sohn ist knapp 2 Jahre alt und gefühlsstark. Seit einigen Wochen schlägt er andere Leute und seine Stofftiere. Können Sie etwas zu dem Schlagen sagen? Ja, ich kann erstmal dazu sagen, das ist ganz normal. Das ist bei vielen Kindern so, gerade in diesem Alter, nicht nur bei gefühlsstarken Kindern, dass sie einfach ihr Ich entdecken, ihren Freiheitsdrang, ihren Willen entdecken, und zwar wirklich im positiven Sinne, ja, ihre Selbstwirksamkeit entdecken und dann oft sehr, sehr starke Impulse in ihrem Inneren verspüren, dass sie irgendetwas wollen oder nicht wollen und einfach noch nicht gelernt haben, wie sie das sozialverträglich zum Ausdruck bringen können. Und dann diesem sehr intuitiven Impuls folgen, wenn irgendwas blöd ist oder ärgerlich oder sie nicht wissen, wohin mit ihrer Kraft und ihrer Wut über irgendwas, dann wird eben zugeschlagen. Und ich finde es total wichtig, sowas nicht zu pathologisieren und nicht ein Riesendrama draus zu machen, mein Kind wird ein Schläger oder so, mein Kind ist gewalttätig, sondern zu sagen, was es ist. Ein 2-Jähriger haut um sich, weil es einfach diesen Impuls noch nicht kontrollieren kann. Und ein 2-jähriges Kind oder ein Kind, das noch nicht mal 2 Jahre alt ist, hat tatsächlich noch nicht die kognitive Reife zu verstehen, was das mit einem Gegenüber macht. Diese Fähigkeit zum Perspektivwechsel, zu sagen, wenn ich dich haue, tue ich dir weh, die ist bei Kindern in diesem Alter noch nicht da. Die können das noch nicht von ihrer Hirnreife her. Und deswegen ist es wichtig, dass wir gar nicht so sehr versuchen, da über diese moralische Schiene zu kommen und zu sagen, das darfst du aber nicht. Und, oder gar mit Strafen zu drohen oder zu sagen, wenn das passiert, dann musst du zur Strafe in dein Zimmer gehen. Das erhöht nur den Stress und macht es wahrscheinlicher, dass unsere Kinder noch mehr zuschlagen. Was hilft, ist tatsächlich bei ganz kleinen Kindern schnell zu sein und im Zweifelsfall andere zu schützen, wirklich diese schützende Funktion einzunehmen. Ich als Mutter oder ich als Vater trage die Verantwortung dafür, dass niemand durch mein Kind zu Schaden kommt, ob das die Katze ist oder ein anderes Kind. Wenn ein Kind auf Kissen haut, ist das eigentlich schon ein Reifeschritt, weil das Kind eben gespürt hat, ich habe einen gewissen Impuls, der muss raus, und ich wähle aber ein Objekt aus, dem es nicht wehtut. Mhm. Und das wird teilweise Erwachsenen in so Wutseminaren beigebracht. Ne? Wenn sie wütend sind und sie wollen aber niemanden anbrüllen, dann boxen sie in ein Kissen. Und das ist tatsächlich was ich sogar mit einem gefühlsstarken Kind wirklich verstärken würde, diesen Impuls, und sagen würde, hey, das ist ja total cool, wie viel Kraft du hast, hau noch mal fester drauf, so ein Kissen kann das ab. Ne? Ja. Um wirklich auch sozusagen schon diesen Grundstein zu legen, zu sagen, es ist total okay, auch diese Impulse zu haben, mal mit Kraft irgendwo drauf zu hauen. Mhm. Wir müssen nur überlegen, worauf. Yeah. Und wir müssen einen Unterschied machen zwischen Lebewesen, allen, die fühlen, und unbelebten Gegenständen, die total dafür geeignet sind, dass wir da auch mal unsere Kräfte dran messen oder reingeben. Yeah. Ja. Und tatsächlich ist es ansonsten einfach so, dass es ist total schwierig, wenn kleine Kinder so Verhaltensweisen zeigen, die in unserer Gesellschaft so tabuisiert sind. Ob die hauen oder beißen, das sind alles so Dinge, wo wir als Eltern oft denken, oh Gott, jetzt ist Holland in Not. Und die allerwichtigste Strategie ist, ruhig zu bleiben, zu schützen, zu begleiten, das Kind nicht zu dämonisieren, darauf zu vertrauen, dass einfach mit der Entwicklung der Hirnreife diese Verhaltensweisen auch wieder abgestellt werden, dass das eine Phase ist, eine schwierige Phase, durch die wir durch müssen, mit viel Verständnis für unser Kind und auch Verständnis für alle, die kein Opfer werden wollen von diesen Attacken, natürlich. Und dann hört das aber wieder auf, und zwar von selber. Wir müssen keine Angst haben, dass ein Kind, das mit 2 haut, zum Schulhofprüfer wird. Ja. Ich glaube, wichtig ist vor allem, dass wir auch verbunden bleiben dann mit dem Kind und eben nicht dann sozusagen der Vehemenz der Sache gemäß dann auch vehement auf das Kind zugehen,
sondern eben dann betont verbunden bleiben. Ja. Ja. Und grundsätzlich, das geht insgesamt, ist das ein ganz großes Thema bei gefühlsstarken Kindern. Viele Verhaltensweisen, die wir nicht gerne sehen, sind Stressreaktionen. Die sind die Reaktion, die Kinder zeigen, wenn sie im sogenannten Kampf- oder Fluchtmodus sind. Also in einem Modus, in dem sie geraten, wenn sie subjektiv in großer Not sind. Und bei gefühlsstarken Kindern passiert das sehr schnell. Die kommen in den Kampf- oder Fluchtmodus, wenn ihr Eis runterfällt. Oder wenn es im Kindergarten sehr laut war. Oder wenn die Lieblingserzieherin krank war. Mhm. Ja? Und dieser Stress bahnt sich dann oft den Weg nach außen durch solche gewalttätigen Ausbrüche. Ja? Hauen, treten, beißen, schreien, ja, solche Verhaltensweisen. Und was ganz oft dann passiert, ist, dass Eltern ihren Kindern signalisieren wollen, das ist nicht okay, und irgendeine Sanktion erfolgen lassen und sagen, weil du das jetzt gemacht hast, musst du dann in dein Zimmer. Oder kriegst du jetzt keinen Nachtisch oder wird jetzt deine Spielverabredung gestrichen. Und alles, was aber durch solche Sanktionen passiert, ist, dass das Kind noch mehr Stress hat. Genau. Und dieser Stress sorgt für noch mehr gewalttätige Ausbrüche und noch mehr Frustration und Wut. Und dann ist man oft in so einem Teufelskreis, dass die Eltern denken, das Kind wird immer schlimmer, wir müssen härtere Maßnahmen ergreifen, das muss lernen, dass es so nicht geht. Und der Weg daraus führt über Sanftheit, führt darüber zu sagen, der beste Weg, um Schlagen zu verhindern, ist, Stress zu nehmen, meinem Kind zu ermöglichen, ruhig zu werden. Und gerade wenn dann so ein Ausbruch erfolgt, haben wir oft das Gefühl, da gab es doch jetzt gar keinen Grund dafür. Mhm. Und dann wirklich über den Tag zurückzugehen und zu sagen, was war heute alles schon? Was hat mein Kind heute alles schon kooperieren müssen? Ja, sein Lieblingsmüsli war leer und es hat stattdessen eine Schnitte akzeptiert. Das war schon eine Kooperationsleistung. Ja. Es wollte Laufrad fahren, wir haben aber gesagt, wir fahren Auto, wir sind spät dran. Kooperationsleistung. Mhm. Ja, es wollte keine Mütze anziehen, es hat eine Mütze angezogen. Und all diese kleinen Dinge, wo unsere Kinder immer und immer wieder was gemacht haben, was sie eigentlich nicht wollten, bedeutet Stress für so ein Kind. Mhm. Kleine Stresssituationen, die ein Kind durchaus bis zu einem gewissen Maß ertragen kann, aber irgendwann ist zu viel. Und weil ein Kind das oft dann noch nicht sagen kann, zeigt es das, indem es zuhaut. Ja. Das heißt, die wirkungsvollste Maßnahme ist, den Alltag zu entstressen, soweit es geht, und dem Kind gerade in solchen Stresssituationen nicht noch zusätzlichen Druck zu machen, sondern zu sehen, da ist ein Kind in Not und das braucht jetzt unbedingt Hilfe beim Runterkommen und beim sich wieder gut fühlen. Mhm. Und wenn wir jetzt irgendwas machen, damit unser Kind sich schlechter fühlt, machen wir alles nur schlimmer. Ja. Jetzt hatte ich 3 Fragen im Kopf. Du so gelauscht, dass ich sie vergessen habe. Egal, machen wir mit euren Fragen weiter. Tanja, wie kann ich meiner Tochter 4 Jahre helfen, wenn sie einen extremen Wutanfall hat? Jetzt fällt mir gerade noch die eine Sache an, die ich sagen wollte. Und zwar, es ist ja auch das Kontraproduktivste eigentlich, was man gerade mit älteren Kindern macht. Sie sagen, wenn du dich so aufhörst, dann gehst du jetzt allein in dein Zimmer, bis du dich abreagiert hast. Das ist ja sozusagen bei gefühlsstarken Kindern eigentlich genau das, was man nicht machen sollte, also es gibt natürlich ältere gefühlsstarke Kinder, die haben von sich aus den Impuls, sich zurückzuziehen. Und das ist dann manchmal so, die schlagen dann die Tür zu und sie wollen für sich sein. Und das ist total wichtig, das zu respektieren, weil das ja ein total großer Entwicklungsschritt ist. Ja. Zu sagen, Mama, Papa, ihr habt mich jetzt 8 Jahre lang durch meine Gefühlsstürme begleitet und jetzt versuche ich das selber. Und dann auch als Eltern das auszuhalten, zu sagen, wir waren ganz lange in dieser Funktion oder in dieser Rolle befangen, immer begleiten zu müssen, weil es ohne uns nicht ging. Und jetzt will unser Kind das ohne uns versuchen, dann lassen wir es auch, es allein versuchen. Aber dieser Impuls zum Alleinsein muss vom Kind ausgehen. Ein Kind durch Isolation zu bestrafen, ist was Schreckliches. Weil Kinder im höchsten Stress, die auf Koregulation angewiesen sind, dann genau dieser Korregulation zur Strafe zu berauben und zu sagen, damit kommst du jetzt allein klar, fühlt sich für das Kind an, wie in einer völlig überfordernden, hoffnungslosen Situation alleingelassen zu werden. Und das ist der größte Stress, den man einem Kind überhaupt nur zumuten kann. Ja. Ja. Da muss man aber auch sehr cool bleiben als Eltern, also das dann auszuhalten. Kommen wir zurück zu Tanjas Frage. Ja. Wie kann ich meiner Tochter 4 Jahre helfen, wenn sie einen extremen Wutanfall hat? Ja. Genau, also erklärt dann aus, sie ist auch gefühlsstark und zwei Sachen dazu. Das eine ist, es gibt natürlich ganz gute Strategien, um
in einem Wutanfall für unsere Kinder da zu sein. Wir haben ja oft das Gefühl, unsere Kinder gar nicht mehr richtig erreichen zu können, wenn die so wütend sind. Der Klassiker ist, dass Eltern gefühlsstarker Kinder sagen, wenn mein Kind einen Wutanfall hat, dann ist es wie auf einem anderen Planeten. Ich komme an dieses Kind nicht mehr ran. Und das liegt daran, dass Kinder, die im Kampf- oder Fluchtmodus sind, nicht mehr reagieren können auf Ansprache und logische Argumente und Erklärungen. Schatz, du musst dich doch nicht aufregen. Das kommt nicht mehr an. Diese Kinder sind in einem steinzeitlichen Überlebenskampf und das, was sie da fühlen, ist für sie real. Es ist völlig egal, was der Grund ist. Und wenn wir Eltern das verstehen, dann kann uns klar werden, dass der einzige Weg daraus wirklich über unsere eigene Ruhe führt. Denn unsere Kinder, wenn sie einen Wutanfall haben, haben sozusagen ein Gehirn, bei dem der Großteil ihrer Areale erstmal lahmgelegt ist, weil im Kampf- oder Fluchtmodus wird sowas wie das Kommunikationszentrum nicht gebraucht. Aber was immer noch aktiv ist, sind die sogenannten Spiegelneuronen, also die Nervenzellen in unserem Gehirn, mit denen wir wahrnehmen, was andere fühlen. Und über diese Spiegelneuronen können wir mit unseren Kindern auch in einem Wutanfall in Kontakt kommen. Wenn wir Ruhe ausstrahlen, kommt diese Ruhe direkt im Gehirn unserer Kinder an, via Spiegelneuronen. Und das ist ein super effektives Werkzeug. Das heißt, wenn wir es schaffen, ruhig zu bleiben, unsere Kinder nicht anzufassen gegen ihren Willen, sondern in ihrer Gegenwart zu sein, ein bisschen Abstand zu halten, wenn möglich. Wenn unsere Kinder sich an uns klammern, dürfen sie das. Wenn sie boxen, dürfen sie es nicht. Und dann wirklich darauf zu reagieren, mein Kind ist in einem Stressmodus, was kann ich jetzt tun, um diesen Stress zu nehmen? Ich kann ruhig atmen, ich kann mit ruhiger Stimme irgendwas sagen, nichts erklären oder so, sondern einfach nur so, alles ist gut, Mama ist da. Ne? Und dann wirklich vielleicht uns auf den Boden setzen, die Arme so ausbreiten und praktisch durch unsere Körpersprache signalisieren, wenn du kuscheln kommen willst, kannst du das machen. Wenn du etwas brauchst, bin ich da, ich bin nicht böse auf dich, ich bin nicht enttäuscht von dir. Aber wenn du jetzt wütend musst, ist das auch okay. Dann halte ich für dich diesen Raum, dass du diese Wut jetzt einfach haben kannst. Und wir gehen da gemeinsam durch. Das ist was, was helfen kann. Mhm. Um das zu können, und das ist der schwierigere Part, müssen wir aber selber eben an einen Ort kommen, emotional, wo wir nicht so mitgerissen werden von dieser Wut. Und dafür, und das ist der wirklich anstrengende Part am gefühlsstarke Kinder haben ist, müssen wir uns mit unseren eigenen inneren Verletzungen irgendwie auseinandersetzen und wissen, was sind unsere wunden Punkte, was sind die Dinge, an denen wir hochgehen. Und dann müssen wir uns darum kümmern, damit wir uns um unsere Kinder kümmern können. Das heißt, wenn unsere Kinder wüten und wir werden wütend, dann müssen wir dem Impuls widerstehen, uns als allererstes um unser Kind zu kümmern und stattdessen uns erstmal um uns kümmern. Und gucken, okay, welcher Teil von mir selbst reagiert da jetzt gerade so wütend? Warum reagiere ich so krass auf dieses Gefühl von vielleicht Undankbarkeit? Ist da so ein Satz in mir, dass ich denke, wenn ich mich getraut hätte, als Kind mich so zu benehmen, also da wäre die Hölle los gewesen. Ja. Ja? Das ist ja oft so ein Gefühl, was man dann hat. Ja. Und dann zu sagen, ah, okay, da ist in gewisser Weise ein Teil von mir, der ist ein 8-jähriges verletztes Kind, das denkt, na toll, ich durfte mich nie so benehmen. Ja? Und dann sich gefühlt in Gedanken diesem Kind sozusagen zuzuwenden und zu sagen, das war nicht okay, du hättest das auch haben müssen. Ja? Und dann sich selber sozusagen zu beruhigen und sich selber das zu sagen oder zu geben, was man braucht, um aus dieser Wut rauszugehen. Und dann, wenn man ruhig ist, dann kann man zum Kind gehen. Und das klingt relativ einfach, das ist super, super schwer. Und das ist was, woran man immer wieder scheitert, aber woran man arbeiten kann, entweder mit Unterstützung, therapeutischer Unterstützung oder allein. Aber das ist tatsächlich der einzige Weg, um wirklich dauerhaft aus dieser Wutspirale rauszukommen. Weil was ja ganz oft passiert bei Wutanfällen, ist, dass unsere Kinder wütend sind und sie funken sozusagen via Spiegelneuronen uns an und fragen, ist Wut jetzt das angemessene Gefühl? Mhm. Ja? Und wir sind selber wütend und funken sozusagen zurück, ja, ich bin genauso wütend. Wut ist das Gebot der Stunde. Und dann spielen diese Spiegelneuronen wie Ping-Pong und sagen, Wut? Genau, Wut. Noch mehr Wut? Genau, ich bin auch immer wütender. Ja? Und pushen sich gegenseitig in dieses Extrem. Und wenn wir aus diesem Spiel aussteigen und das Kind fragt, Wut? Und wir antworten, nein, Ruhe, Entspanntheit, alles ist gut. Dann wird dieses System durchbrochen und im Gehirn unseres Kindes kommt an, aha, in derselben Situation, in der wir uns hier gerade befinden, kann man auch mit Ruhe reagieren. Ne? Und das verändert was. Da kommt ein Impuls an, das dauert eine Weile, bis der dann auch wirklich seinen Weg durch den Körper gemacht hat. Aber so kommt das Kind aus dem Wutanfall dann wieder raus.
Lass uns noch ein bisschen über die Eltern. Über die Großen. Über die Eltern sprechen, ach, sozusagen, über die Selbstfürsorge, die Eltern sich selbst zukommen lassen müssen. Also wir hatten vorhin schon den Tipp, wenn die Kinder mal irgendwie mit Medien oder mit irgendetwas beschäftigt sind, dann nicht den Abwasch machen, sondern sofort in die Selbstfürsorge gehen, ein paar Atemzüge machen, dann die Zeit abends mit dem Kind nutzen und eben tief ein- und ausatmen zum Beispiel, um das Kind auch, wahrscheinlich funktioniert es genauso über Spiegelneuronen, oder das, dieses Einschlafen. Genau, uns mit unseren Themen auseinandersetzen, unsere wunden Punkte herausfinden. Gerade auch, glaube ich, wenn das Elternteil merkt, wow, ich bin selber gefühlsstark. Also ganz ehrlich, du hast mich gerade voll erwischt mit diesem. Ich durfte mich beim Essen nie so aufführen. Ich hatte zu essen, was auf den Tisch kommt. Und das ist bei uns so einer unserer Eskalationsthemen. Ja. Da steht man stundenlang in der Küche und kocht und macht es schon so kindertauglich wie möglich und nimmt auch nur eine von den drei Gemüsesorten, die überhaupt nur erlaubt sind. Und dann ist es immer noch nicht okay. Wenn man sie zu klein geschnitten oder eher. Genau. Ja, also dass man sich mit seinen Punkten auseinandersetzt. Was empfiehlst du Eltern von gefühlsstarken Kindern noch für sich? Ja, ich finde es einfach wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass ein gefühlsstarkes Kind ins Leben zu begleiten kein Kurzstreckenlauf ist, wo wir einmal alles geben und dann rennen wir ins Ziel, sondern es ist ein Marathonlauf. Das ist wirklich ein ganz, ganz langer Weg und es passiert unglaublich häufig, dass Eltern gefühlsstarker Kinder irgendwann schlicht die Puste ausgeht und sie sagen, ich begleite und begleite und begleite seit Jahren und ich stelle meine eigenen Bedürfnisse zurück und ich bin so unendlich erschöpft, aber ich kann auch nicht aufhören, weil ich das Gefühl habe, mein Kind kann das überhaupt nicht aushalten, wenn ich jetzt mal mein Bedürfnis in den Mittelpunkt nehme, dann ist die Wut so groß. Da ist es einfacher, meine Bedürfnisse weiter zurückzustellen. Und das führt wirklich irgendwann in einen regelrechten Burnout. Und das ist eine echte gesundheitliche Gefahr. Und es ist auch ein Drama, sondergleichen für ein gefühlsstarkes Kind, wenn es merkt, meine Mutter, mein Vater, die immer so mein Fels in der Brandung waren, brechen auf einmal zusammen. Das ist ja der Halt, den sie haben, den sie brauchen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir als Eltern gefühlsstarker Kinder wirklich uns klar machen, dass es unsere allererste Verantwortung ist, eine gesunde Selbstfürsorge zu betreiben. Und damit meine ich nicht dieses neumodische, gönnen Sie sich mal ein Wellnesswochenende zu zweit, selbstfürsorgemäßige, sondern wirklich zu sagen, es geht um die absoluten Basics. Ich muss lernen, meine eigenen Bedürfnisse wieder wahrzunehmen und zu spüren und ernst zu nehmen. Und zwar genauso ernst wie die Bedürfnisse meines Kindes. Mhm. Und wir als Eltern, wir sind unglaublich gut darin zu sagen, wenn mein Kind Hunger hat, muss es essen. Ja. Wenn es müde ist, braucht es seinen Schlaf. Mein Kind braucht jetzt Bewegung. Mein Kind braucht jetzt Entspannung. Mhm. Aber für uns selbst fällt uns das so schwer. Und es ist tatsächlich sowohl für uns als auch für unsere gefühlsstarken Kinder total wichtig, dass wir diese Selbstfürsorge, die uns oft als Kinder selbst eher abtrainiert wurde, wieder lernen. Und ich habe da in meinem Buch einen 5-Punkte-Plan und der allererste Schritt dabei ist tatsächlich wieder meine körperlichen Grundbedürfnisse wahrnehmen und ernst nehmen. Und das geht mit so banalen Dingen los, wie zu sagen, wenn ich aufs Klo muss, gehe ich aufs Klo. Egal, was mein gefühlsstarkes Kind gerade will oder braucht, so dringend kann es nicht sein. Mhm. Ja? Und das geht dann weiter mit so Fragen wie, was sind denn Dinge, die mir wirklich Spaß gemacht haben, immer Spaß gemacht haben und die mir immer Kraft gegeben haben in meinem Leben? Wie kann ich die wieder in meinen Alltag integrieren? Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, mein gefühlsstarkes Kind da irgendwie mitzunehmen oder mit einzubringen? Das kann ja was sehr Verbindendes sein, wenn man ein Hobby hat, für das man brennt, für das man jemand anderen begeistern kann. Oder ist das was, wo ich wirklich einfach einen Raum für mich brauche? Und im Rahmen dessen ist es auch völlig okay, einem gefühlsstarken Kind, gerade wenn es immer älter wird, auch wirklich dann gewisse Zumutungen zuzumuten. Ich weiß, dass gefühlsstarke Kinder zum Beispiel oft sehr, sehr, sehr an ihren engsten Bindungspersonen hängen. Die würden am liebsten immer bei Mama und Papa sein. Mhm. Und bei der vertrauten Babysitterin zu bleiben, obwohl die super nett ist, ist nicht wirklich beliebt. Mhm. Und deswegen sind wir Eltern dann oft so, dass wir sagen, naja, muss ja nicht sein. Und wenn, dann nur für Arbeitstermine, aber nicht für was, was mir einfach nur Spaß macht. Mhm. Ja? Und da dann wirklich zu sagen, aber das ist super wichtig, dass ich was mache, was mir Spaß macht. Und es ist eine zumutbare Zumutung, nicht allein zu bleiben, nicht bei Wildfremden zu bleiben, nicht bei jemand Blödem oder Gemeinem zu bleiben, aber bei einer netten, vertrauten Bezugsperson zu bleiben, die nicht ich bin. Damit ich mich gut um mich kümmern kann. Ja.
Und da sind so verschiedene Schritte notwendig. Und die große Schwierigkeit ist tatsächlich, dass unsere gefühlsstarken Kinder ja so gut für ihre Bedürfnisse einstehen können und wir das oft nie wirklich gelernt haben, wie das geht. Ja. Gesunde Selbstfürsorge. Grenzen aufzeigen, ohne dabei in Härte zu verfallen, sondern mit unseren Kindern verbunden zu bleiben und gleichzeitig ganz klar zu sagen, du bis hierher und nicht weiter. Yeah. Ja. Und das ist aber was, was man lernen kann. Und ich denke, es ist wirklich auch total wichtig, dass wir da verstehen, wir sind in diesem Punkt wirklich Rollenvorbilder. Es ist so verständlich, dass wir wollen, dass es unseren gefühlsstarken Kindern immer gut geht. Das wollen alle Eltern. Aber wenn wir unsere gefühlsstarken Kinder ins Leben schicken mit dieser Botschaft, lieben heißt, sich selbst aufgeben. Wenn du jemanden wirklich liebst, dann weißt du irgendwann nicht mehr, was du selber brauchst. Das wäre doch eine fatale Botschaft. Fatal, ja. Und das ist was ich mir selbst ganz oft vor Augen halte, wenn ich meine gefühlsstarke Tochter anschaue und es fällt mir schwer, eine bestimmte Grenze zu halten und zu sagen, ich will das jetzt nicht. Und dann stelle ich mir vor, sie wäre dann irgendwann vielleicht 25 und in einer Beziehung und jemand will was von ihr und sie will das nicht. Und sie hat aber gesehen, dass Mama immer alles gemacht hat, auch das, was sie nicht wollte, weil das doch Liebe war. Ja. Ne? Ja. Und das... Da gruselt es mich dann bei dem Gedanken. Sehr, ja, das stimmt. Das ist ein guter. Und dann ist das für mich so ein gedankliches Bild, dass ich denke, wie würde ich wollen, dass sich meine Tochter verhält, wenn jemand was von ihr will, was sie nicht will. Ja. Und das bringe ich ihr ja bei. Ich sage, und dann sagst du nein. Ja. Ja? Ja, und warum erlaube ich mir selbst das dann aber nicht? Das ist doch nicht logisch. Nein, das ist nicht logisch. Das ist ein sehr, das werde ich ab jetzt auch machen. Sehr gut, ja. Du hast in dem Bus ein schönes Beispiel mit der Tasse Tee. Also du trinkst, glaube ich, sehr gerne Tee. Ich trinke sehr gerne Tee. Ich auch. Ich habe mich über jedes, ich glaube, es sind 7-mal Beispiele. Nein, 5-mal. Egal, auf jeden Fall dieses Beispiel mit dem Tee trinken. Der Papa will eine Tasse Tee trinken und er kann es mit 2 verschiedenen Haltungen machen. Genau. Entweder, jetzt korrigiere mich, wenn ich es falsch sage, also entweder er sagt so, das ist jetzt so meine Tasse Tee und du musst mich jetzt in Ruhe lassen, weil das ist jetzt meins. Oder er sagt jetzt, ich möchte diese Tasse Tee trinken, du kannst da sitzen, ich bin auch nicht sauer oder böse auf dich, aber das ist jetzt gerade so mein Moment der Ruhe. Oder? Ja. Habe ich es richtig wiedergegeben? Ja, nicht also es geht mir darum, dass ich ja ganz oft auch gefragt werde von Menschen, wie soll ich mich in dieser oder jene Situation verhalten? Was ist denn jetzt das Richtige? Ja. Ja? Und dass ich ganz oft denke, es geht gar nicht so sehr oft um die Handlung, sondern auch um die Haltung, die dahinter steht. Genau. Das heißt, eine quasi identische Situation kann sich für ein Kind völlig unterschiedlich anfühlen. Ne? Wenn man diese Situation hat, ein Kind kommt von der Schule und will unbedingt mit Papa sofort Xbox spielen und ist darüber total aufgeregt und will das unbedingt. Und der Vater hatte aber selber einen anstrengenden Tag und will eine Tasse Tee trinken. Das ist so die Ausgangssituation. Und dann stellen wir uns vor, wir gucken praktisch in 2 Küchen, in denen das Identische passiert. Yeah. Ein Vater trinkt Tee, ein Kind liegt auf dem Boden und schreit, weil es Xbox spielen will. Dann könnte man ja meinen, diese beiden Väter tun dasselbe. Aber wenn wir genauer hinzoomen, sozusagen, sehen wir den einen Vater, der dann sagt, Kind, hör jetzt auf, so mir auf die Nerven zu gehen. Du musst doch mal lernen, dass es nicht immer nach deinem Willen gehen kann. Ja? Das ist jetzt eine gute Lektion für dich. Ich trinke jetzt meinen Tee und zwar extra langsam, damit du merkst, dass du deinen Willen nicht durchsetzen kannst. Ja? Und dann bin ich in einem Machtkampf drin. Und wenn ich in die andere Küche reinzoome, trinkt ja auch der Vater seinen Tee. Und das Kind ist sauer und traurig darüber. Und der Vater ist aber in Verbindung mit seinem Kind. Und seine ganze Haltung und seine ganze Ausstrahlung ist, das tut mir total leid, dass du jetzt gerade so wütend bist. Ich mache das nicht, um dich zu frustrieren. Ich mache das nicht aus Prinzip. Ich brauche jetzt diese Zeit für mich und du kannst das aushalten. Und wenn das Kind dann kommt nach so einem Wutanfall, dann würde der eine Vater sagen, nee, jetzt brauchst du nicht kuscheln, komm, nachdem du gerade so ein Drama gemacht hast. Ja? Und der andere Vater würde sagen, hey, willst du auf meinem Schoß sitzen, während ich einen Tee trinke? Super, dann haben wir vielleicht alle, was wir gerade brauchen. Ne? Also, es geht mir einfach darum zu sagen, wir haben oft in unserer Gesellschaft so diese Zuschreibung, wer freundlich und nett und verbunden ist, der sagt ja. Mhm. Und wer nein sagt, der sagt das mit Härte und mit einer gewissen Gewalt. Und gefühlsstarke Kinder haben ja eine unglaubliche Angst vor Zurückweisung. Die brauchen die Verbindung zu uns. Und wenn sie das Gefühl haben, sie werden nicht gewollt, dann kämpfen sie mit allem, was sie haben. Yeah.
darum, dass wir zu ihnen zurückkommen. Yeah. Und deswegen reagieren viele gefühlsstarke Kinder auch so extrem aggressiv darauf, wenn Eltern, die sich die ganze Zeit aufgeopfert haben, irgendwann wie mit so einem Hammerschlag so eine Grenze setzen, sagen, jetzt ist aber Schluss. Yeah, yeah, yeah. Du gehst jetzt raus. So, dann kämpfen die Kinder und denken, oh Gott, Mama und Papa wollen mich nicht mehr haben. Yeah. Ja? Und wenn wir aber schaffen zu sagen, ich mache jetzt das und das, du kannst gern dabei sein, du kannst auch rausgehen, du kannst auch darüber traurig oder wütend oder verzweifelt sein, es wird aber nichts daran ändern, dass ich das jetzt brauche, dann ist diese Grenze immer noch da und immer noch frustrierend, ja, aber sie ist nicht existenziell bedrohend, ja, weil die Verbindung intakt bleibt. Und das ist der, ja, Unterschied. Ja, der alles entscheidende Unterschied. Ja, 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 ja. Ich klaue mir jetzt ein paar Minuten, weil wir hatten zwei Fragen, die ich jetzt zusammenpacke und die wir noch gar nicht angesprochen, ja, haben, die ich jetzt aber gerade so wichtig finde. Und zwar das eine ist von Kati, die schreibt, für mich als Erzieherin ist es schwer, den nötigen Bedürfnissen gerecht zu werden. Und Rebecca fragt uns, ist das Buch auch für Lehrer von gefühlsstarken, ja, Kindern? Ich würde das jetzt kurz zusammenfassen, ja, wenn das für euch auch okay, ja, ist. Wie ist das mit den Erziehern und mit den Lehrern? Ich habe so das Gefühl, wenn ich da jetzt gerade zur Lehrerin gehe und sage, übrigens, mein Kind ist gefühlsstark, mhm, und muss ein bisschen anders behandelt werden, dass die mir halt den totalen Vogel zeigt. Vielleicht, mhm, nicht mir, aber im Lehrerzimmer dann, mhm, über mich redet mit einem, mhm, Vogel. Helikoptermutter. Ja, genau. Mhm. Und dann, natürlich sitzen 25, ja, Individuen, die alle natürlich anders, ja, behandelt werden müssen. Wie können wir Eltern sozusagen den Erziehern und Lehrern gegenübertreten und sagen, aber mein Kind, mhm, ist so und so? Und können wir den einfach, also hier Rebecca fragte, können wir den Lehrern einfach das Buch in die Hand drücken? Das, ja, geht auf jeden Fall. das ist ein bisschen eine komplexe Frage, ja, aber ich versuche es jetzt zu sortieren. Also als Erzieherin oder Erzieher, ob im Kindergarten oder in der Schule, ist es wirklich eine große Herausforderung und die ist sozusagen systembedingt, dass wir einfach ja sowieso schon manchmal grenzwertige Betreuungsschlüssel haben und wenn dann auch noch Kinder besondere Bedürfnisse, mhm, haben, ist es einfach total schwer, da allen Kindern den Raum zu geben, den sie brauchen. Und gleichzeitig möchte ich hier auch nochmal an diesen Satz erinnern, es geht oft viel mehr um die Haltung als um die Handlung. Das heißt, für ein gefühlsstarkes Kind, ob im Kindergarten oder in der Schule, macht es schon einen riesen Unterschied, ob ich als Lehrerin oder als Lehrer diesem Kind einfach grundsätzlich mit der Haltung begegne, du bist anders, du bist gut, ja, ja, ich sehe dich und ich mag dich so, wie du bist, ja, oder ob ich dem Kind bewusst oder unbewusst eher so vermittle, meine Güte, du bist der Störenfried, wenn du nicht da wärst, hätte ich das schönste Leben hier, so ungefähr. Ja? Und das ist was ganz viele gefühlsstarke Kinder verinnerlichen, ja, dass sie merken, ich bin das Kind, wo die Erzieherin froh sind, wenn es krank ist. Mhm. Ja, und das darf nicht sein. Mhm. Und da geht es dann gar nicht immer darum, dass man im Kindergarten und in der Schule jedes einzelne Bedürfnis immer erfüllen kann. Gefühlsstarke Kinder wollen kooperieren. Die haben eine ganz große Sehnsucht danach, angenommen zu sein und die Erwartungen der Erwachsenen, die an sie gestellt werden, zu erfüllen. Und ganz oft ist es so, dass wenn sie allein schon spüren, da ist jemand, der will, dass es mir gut geht. Der sieht, dass ich nicht ärgern will, sondern dass, mhm, ich tue, was ich kann. Mhm. Und der ist nicht sauer, wenn ich es nicht schaffe, ja, sondern richtig, versucht, ja, mit mir gemeinsam eine Lösung zu finden. Auch wenn die vielleicht nicht immer optimal ist. Das macht allein schon einen riesen Unterschied. Das heißt, mit einem gefühlsstarken Kind im Kindergarten kann es allein schon eine Hilfe sein, manchmal als Erzieherin, als Erzieher einfach ein Auge zuzudrücken, wenn ein Kind sich an manche Regeln nicht hält und zu sehen, es tut, was es kann. Und nicht zu sagen, der testet hier Grenzen, der will hier jetzt irgendwie aus der Reihe scheren, sondern zu sagen, für ein gefühlsstarkes Kind eine halbe Stunde beim Essen sitzen zu bleiben, ist schier ein Ding der Unmöglichkeit. Und wenn es nur zweimal aufspringt, ist das schon ein Riesenerfolg. Mhm. Da muss ich jetzt nicht noch zu erzieherischen Maßnahmen greifen. Ja? Und in der Schule geht das so weiter. Viele Lehrer und Lehrerinnen haben so Sorge, dass sie sagen, diese gefühlsstarken Kinder, das klingt ja alles total krass, wie soll ich sowas im normalen Schulalltag leisten, so einem Kind gerecht zu werden? Ganz oft helfen schon ganz, ganz kleine Dinge. Ja? Wenn eine Lehrerin, ein Lehrer einem gefühlsstarken Kind zum Beispiel erlaubt, in Stillarbeitsphasen, wenn es eher reizüberflutet ist und sich schwer konzentrieren kann, weil drumherum so viel passiert, sich Kopfhörer aufzusetzen, diese Schallschutzkopfhörer, ja, um sich einfach besser konzentrieren zu können, ist das für das Kind einfach ein Signal, ich sehe, du hast hier eine Schwierigkeit und ich biete dir eine Lösung an.
Und es gibt Schulen, da haben die Kinder das Recht, die können so ein Kärtchen auf den Tisch legen, da ist irgendein Symbol dran, drauf und das bedeutet, ich muss mal kurz um den Schulhof flitzen. Ich habe gerade so Bewegungsdrang. Mhm. Und dann kann man da ein Fass aufmachen und sagen, dafür sind die Pausen da. Mhm. Oder man kann einfach sagen, jedes Kind hat so ein Kärtchen oder jedes Kind, das so ein Kärtchen braucht, hat so ein Kärtchen. Yeah. Und das heißt sozusagen einfach, ich muss jetzt nicht lügen und sagen, ich muss aufs Klo, yeah. sondern ich kann einfach, yeah. ohne den Unterricht zu stören, aufzeigen, ich brauche gerade mal einen Moment Bewegung und dann darf das Kind kurz flitzen gehen und dann kommt es wieder und fügt sich ein. Und alleine schon, wenn man einem Kind sozusagen in dieser Weise fast schon eher symbolisch entgegenkommt und sagt, ich sehe, dass manche Dinge für dich schwierig sind, wir werden dieses Klassenzimmer nicht so ummodeln können, dass alles für dich einfach wird, aber so 2, 3 Kleinigkeiten, die können wir machen, um es dir leichter zu machen. Ja. Die signalisieren dem Kind dann oft schon, hier ist ein Mensch, der will, dass es mir gut geht. Und das steigert das Kooperations- Kontingent, was das Kind yeah. sozusagen yeah. hat, ins Unermessliche. Yeah. Das heißt, ganz oft ist es so, man gibt den Kindern ein bisschen was, damit es yeah. für sie leichter wird. Und es wird für alle unendlich yeah. viel leichter. Yeah. Und was aber ganz oft passiert, und das finde ich sehr traurig, ist, dass es immer wieder passiert, dass eben in Einrichtungen, ob Kindergarten oder Schule, Schulen dieser Gedanke vorherrscht, ne, wenn man einmal den kleinen Finger gibt, dann nehmen die Kinder die ganze Hand. Yeah, yeah. Und wenn man mit einem Kind eine Ausnahme macht, dann wollen alle. Und dann fliegt uns das ganze System um die Ohren. Und die Erfahrung zeigt, dass das nicht so ist. Kinder sind bei sowas oft erstaunlich tolerant. Yeah. Die wissen, wir sind verschieden und dann nehmen die hin, ah, der Felix, der hat so eine Schulhof-Flitzkarte, der braucht das. Und dann ist das so. Yeah. Und so wie, das ist für Kinder viel normaler oft als für Erwachsene, dass eben unterschiedliche Menschen unterschiedliche Bedürfnisse haben und dass Gerechtigkeit nicht immer das Gleiche ist, wie alle gleich zu behandeln. Mm. Und da ist es tatsächlich so, dass ich die Erfahrung gemacht habe in der letzten Zeit, dass sowohl Kindergärten als auch Schulen und die Menschen, die dort arbeiten, sehr, sehr stark davon profitieren, wenn sie einfach über Gefühlsstärke Bescheid wissen. Yeah. Weil allein schon das Wissen verändert, wie wir manche Situationen einschätzen. Viele Lehrerinnen haben zu mir gesagt, ich habe mich früher so oft provoziert gefühlt von Kindern. Und ich habe das persönlich genommen. Ich habe gedacht, warum ärgert mich dieser Schüler ständig? Und jetzt sehe ich, da ist ein Kind in Not. Ja. Und meine erste emotionale Reaktion ist nicht Wut, sondern Mitleid. Mitleid, ja. Und allein das ändert schon ganz viel. Ja. Ja. Und ich habe Schulungen gemacht im letzten Jahr in ein paar Kindergärten. Und da war das eine ähnliche Rückmeldung, dass die Erzieherinnen eben auch oft zu mir sagten, Erzieherinnen, Erzieher, natürlich können wir nicht immer alles um die Bedürfnisse eines gefühlsstarken Kindes herummodeln. Aber alleine sich mal vorzustellen, wie muss ich für ein Kind, das alles 100-mal so stark fühlt wie andere Kinder, so ein ganz normaler Kindergartentag anfühlen, hat uns diese Perspektive eröffnet, zu sagen, was diese Kinder jeden Tag leisten. Ja. Das ist ja unglaublich. Ja, ja? Und dann weicht diese Genervtheit, die man manchmal so hat, einem großen Respekt. Und einfach, wenn man dann sich so einen Satz verinnerlicht, zu sagen, gefühlsstarke Kinder tun jeden Tag ihr Bestes. Genau wie wir auch. Yeah. Und wenn sie irgendwas nicht mitmachen, dann weil sie es nicht können und nicht, weil sie es nicht wollen. Allein das ändert einfach schon ganz viel in der zwischenmenschlichen Interaktion. Insofern, also ich habe tatsächlich von mehreren Eltern auch schon die Rückmeldung bekommen, dass sie so viel Freude, so viel Wut verschenkt haben an Erzieherinnen und Erzieher. Ich habe von Lehrerinnen und Lehrern gehört, die sich von Du bist anders, du bist gut gleich das E-Book gekauft haben, super. Als es rauskam. Und mehrere Lehrerinnen und Lehrer, die auch selber gefühlsstarke Kinder zu Hause haben, haben mir rückgemeldet, dass sie so dankbar dafür sind, dieses Buch gelesen zu haben, nicht nur für sich privat, sondern auch, weil es ihnen in ihrem Beruf einfach hilft. Oh Gott, du Arme. Kein guter Moment. Die Kinder besser zu verstehen. Yeah. Einfach, ja. Genau. Okay. Musst du mal was trinken? Nee, ich habe es jetzt eh schon leer getrunken. Ja. Aber jetzt geht's auch wieder. Ja. Entschuldigung. Ja, ich könnte noch wirklich lange mit dir weiter. Es gibt auch noch so viel zu sagen. Ja, es ist ein großes Thema. Es ist ein großes Thema und es ist wirklich so ein Missing Link gewesen, einfach, der in Schulen, in Kindergärten, in Familien einfach... wirklich etwas, ein Wissen, das gefehlt hat. Ich bin ja eigentlich immer so der Meinung, dass ich denke, wir brauchen eigentlich gar nicht noch mehr Wissen über Kinder. Wir wissen schon so unglaublich viel. Wir müssen mehr wieder so in unser Gefühl kommen oder in unsere Selbstfürsorge kommen. Aber das ist tatsächlich etwas, wo ich sage, da kann man gar nicht genug darüber wissen, weil allein das Wissen schon ganz viel verändert, wie du gerade eben auch schon gesagt hast. Von dem her, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für deine Bücher, dafür, dass du hier warst, dass du auch so umtriebig, ich meine, wenn du in den Kindergärten gehst und du hast gestern auch eine große Veranstaltung gehabt, also du tust
auch wirklich viel, viel Gutes für die Familien, für diese Kinder, damit sie gesehen und gehört und verstanden werden. Wer noch mehr wissen möchte, und ich bin mir sicher, das sind die meisten von euch, dem seien die Bücher empfohlen. Also das hier ist das Neue, Du bist anders, du bist gut. Das erste Buch heißt So viel Freude, so viel Wut. Es ist immer die Frage, welches lese ich zuerst? Mhm. Also es macht Sinn, das erste zuerst zu lesen und dann das zweite. Wer aber große Kinder hat, kann auch gleich hier einsteigen. Ja, ist eine gute Zusammenfassung am Anfang drin, genau. Dass man alles auch weiß, was über gefühlsstarke Kinder wichtig ist, um dann gleich einsteigen zu können in diese Thematik, wenn gefühlsstarke Kinder in die Schule kommen und eben auch Herausforderungen dann warten, die bei kleinen Kindern einfach noch nicht so ein Thema sind. Die Kinder gehen raus in die Welt, sie müssen sich bewegen in einem weniger beschützten Umfeld, die kommen in die Pubertät und da kommen neue Gefühlsstürme auf sie zu. Wie können wir sie da vorbereiten? Wie können wir an ihnen dranbleiben? Wenn das so die Themen sind, die euch gerade umtreiben, dann könnt ihr direkt mit Du bist anders, du bist gut loslegen und finde dann einfach auch viele Beispiele und Situationen geschildert, die genau für euren Alltag zugeschnitten sind. Genau. Und es gibt auch ein Webinar für das erste Buch. Das könnt ihr euch natürlich immer noch anschauen auf der Lit Lounge. Einfach nach Nora Imlau suchen. Das ist ja, du bist das dritte Mal hier, also ist da das erste Webinar auch noch dabei. Ansonsten danke ich euch sehr für eure Fragen. Wir haben nicht alle geschafft, aber wir haben jetzt schon total überzogen. Tut mir leid. Ich hoffe trotzdem, dass alle etwas aus dem Webinar heute mitnehmen konnten. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Danke dir nochmal, dass du gekommen bist. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alles Gute. Tschüss.